Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Mir geht es heute um den Kindeswille. Das ist immer so ein Faktor, der bei Familiengerichten immer eine Rolle spielt. Was will denn das Kind bei den getrennt lebenden Eltern, beziehungsweise in dem Streit der Eltern um das Kind? Da hat das Kind ja das Recht, angehört zu werden vom Richter, was ja ein Rechtssubjekt ist. Man darf es sagen, bei welchem Elternteil es lieber leben will oder ob es bei beiden leben will. Und wenn das Kind ganz schlau ist, dann sagt es gar nichts. Es verweigert sozusagen die Aussage. Weil die Frage, wie das Kind es wohl bewertet wird am Familiengericht, hängt von der Entscheidungslogik ab an den Familiengerichten. Und die Entscheidungslogik hat der Bundesgerichtshof vorgegeben. Und die ist ganz einfach. Das ist eine autoritäre Erziehungslogik, der Bundesgerichtshof folgt. Und zwar, wenn die Eltern sich nicht verstehen. Im Beschluss vom 2017 vom BGH heißt es da, dass die Eltern kommunizieren und kooperieren können müssen. Wenn sie das nicht können, dann kommt das Kind zu einem Elternteil. Und dahinter steht diese Denke, das Kind braucht dominierende Eltern. Das Kind braucht Führung. Und wenn die Eltern zusammen nicht dieser Führer sind, unisono, ja, wenn die zwei Eltern nicht eine diktatorische Person darstellen, die zusammen kommunizieren und kooperieren, um das Kind zu unterdrücken, ja, damit das Kind ihnen gehorcht, dann, so der BGH, dann müssen wir halt einen Diktator aufstellen und das ist dann die Mutter oder der Vater. Weil nach Logik des BGH ist es für das Kindeswohl, ja, also für das Kind am besten, wenn die Eltern nicht mehr mit einer dominierenden Stimme sprechen, halt nur noch eine dominierende Stimme hat, einen Elternteil, der dominiert. Das ist eine autoritäre Erziehungslogik. Und in diesem Setting, in diesem Kontext wird der Kindeswille beurteilt. Und wenn ihr euch auskennt, es selber erlebt habt am Familiengericht, andere Fälle kennt, wie wir bei Freifam, ja, mittlerweile 50, über 50 Fälle, von denen wir mitgekriegt haben, es läuft immer nach dieser Entscheidungslogik ab. Das heißt, wenn das Kind sagt, es will bei beiden Eltern sein, dann schaut sich das Gericht an, kommunizieren und kooperieren die Eltern. Wenn sie es nicht tun, entscheidet das Gericht, das Kind muss zu einem Elternteil. Wenn das jetzt das Gericht entschieden hat, dass das Kind zu einem Elternteil will, dann ist der Kindeswille entweder diesem vom Gericht festgelegten Kindeswohl entgegengesetzt. Ja, wenn das Kind zum Beispiel der Mutter zugesprochen wurde und das Kind sagt, ich will aber bei beiden Eltern sein, dann ist das Kind quasi zu dumm, um zu verstehen, was das Beste für das Kind ist, was er das Gericht schon festgelegt hat. Nämlich, dass es bei einem Elternteil hauptsächlich lebt, bei seiner Mutter. Wenn das Kind jetzt sagt, es will zum Vater, ach Gott, dann ist es ja sogar ganz gefährlich, was das Kind da sagt. Dann hat sie überhaupt gar keine Ahnung, was gut für das Kind ist. Es soll doch bei der Mutter sein, hat doch das Gericht entschieden. Das ist das Wohl, das das Gericht für das Kind entschieden hat. Und wenn das Kind sagt, ja, es will bei der Mutter sein und das Gericht hat entschieden, dass das Kind bei der Mutter sein soll, dann ist der Kindeswille übereinstimmend mit dem Kindeswohl. Das ist die ganze Logik. Und die Frage, ob vom Gericht erkannt wird, ob der Kindeswille wirklich der unbeeinflusste Kindeswille ist oder nicht, spielt aus der Sicht gar keine Rolle, weil das Gericht immer das Ziel hat, das Kind zu einem Elternteil zu geben. Also wer denkt, er könnte das Wechselmodell erreichen, also die 50-50 gleichberechtigte Betreuung des Kindes durch beide Eltern über den Kindeswille, der hat das System nicht verstanden. Das funktioniert nicht. Und selbst wenn das jetzt so ist, dass, sagen wir mal, die Mutter, kann auch der Vater sein, den Wille des Kindes beeinflusst, so dass das Kind gegen seinen Willen sagt, ich will bei der Mutter sein, obwohl es bei beiden Eltern sein will oder beim Vater. Selbst wenn das Gericht es erkennt, ist das Ergebnis wieder, dass das Kind nur bei einem Elternteil ist. Weil das Gericht wird dann sagen, oh,
dieser Elternteil, ja, im Beispiel die Mutter, hat das Kind so manipuliert, so psychisch beeinflusst, versucht seinen Willen zu brechen, dass das Kind nicht mehr hauptsächlich bei der Mutter sein kann, sondern hauptsächlich zum Vater soll. Und das Wechselmodell geht ja schon mal gar nicht, ja, wenn die Mutter das Kind so beeinflusst. Also, ihr seid immer auf dem verlierenden Ast A, wenn ihr das Wechselmodell wollt, ohne dass es der andere Partner will. Und B, wenn ihr euch auf das Kind, auf den Kindeswille verlasst, ja, wenn das Kind sagt, ich will bei beiden Eltern sein, dann liegt es außerhalb der Entscheidungslogik, die ich euch geschildert habe. Also der Kindeswille, ja, wenn der eine Rolle spielt, dann habt ihr schon verloren. Es kann nicht funktionieren. Das Kind wird immer einen Elternteil verlieren. Sorry, ist aber so. Okay, und wenn das System so ist, wie geschildert, und es ist so, ja, der BGH-Beschluss lässt da keine Zweifel offen, was wäre denn das bessere System? Und besser wäre natürlich eine Entscheidungslogik, die auf einer demokratischen Erziehungsvorstellung beruht. Und die demokratische Erziehungsvorstellung kommt ganz klar zutage im Konzept der Triangulierung von Melanie Klein. Das ist eine Entwicklungspsychologin, die hat in den 80er Jahren Bücher veröffentlicht, wo sie geschrieben hat, dass Kinder grundsätzlich von Anfang an beide Eltern brauchen, weil das Kind in seiner psychischen Entwicklung beide Eltern braucht, um hin und her wechseln zu können zwischen den Ansichten der Eltern. Es kann sein, dass der Papa etwas an der Mama nicht so gut findet. Das lernt das Kind vom Vater. Da gibt es etwas, was die Mutter am Vater nicht gut findet. Das lernt das Kind dann von der Mutter. Das, was gut ist am Papa, lernt es vielleicht auch von der Mutter oder selber. Das Kind kann auch selber feststellen, was ist am Papa nicht so gut und nicht an der Mama, was ist an der Mama gut und so weiter. Also das Kind, um die Freiheit zu haben, sich zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit zu entwickeln, braucht von Anfang an beide Eltern, weil es auch das genetische Material von beiden Eltern hat. Und dieses genetische Material entfaltet sich sozusagen auch über die Psyche des Kindes im Wechselspiel seiner Erfahrung der Eltern. Das ist eine demokratische Erziehung. Und da fängt die Pluralität an, die wir in der Demokratie haben wollen. Ja, auf politischer Ebene gibt es mehrere Parteien Pluralität. Es gibt in den Medien mehrere Medienpluralität. Es gibt mehrere Meinungen, die Privatpersonen in der Öffentlichkeit haben können. Das ist Pluralität und die fängt in der Familie an, in der pluralen Erziehung. Plural zwei, ja, mindestens zwei, also zwei Eltern. Das Konzept der Melanie Klein ist die demokratische Erziehung. Was der BGH entschieden hat zum Wechselmodell, ist die autoritäre Erziehung. Das ist eine autoritäre Erziehungsstruktur, die der BGH aufstellt. Wenn man sagt, okay, ihr Eltern redet nicht mehr miteinander, dann nehmen wir halt ein und der ist der Diktator, der entscheidet über das Schicksal des Kindes. Ist autoritär. Stattdessen sollte der BGH sagen, Moment, wir sind eine Demokratie, dem Wertesystem des Grundgesetzes entspricht es, dass das Kind plural erzogen wird von beiden Eltern, damit es die unterschiedlichen Weltsichten, Ansichten, Meinungen, auch Erziehungen der Eltern mitkriegt und dann sich selber zu einer eigenen Persönlichkeit entwickeln kann. Und da kann es egal sein, ob beide Eltern autoritär erziehen oder nur einer. Das Kind hat immerhin die Möglichkeit, die Unterschiede kennenzulernen. Kann sich ja dann immer noch selber entscheiden, also ich will meine Kinder nicht autoritär erziehen. Ne? Da hat der Staat überhaupt nicht einzugreifen. Und der BGH greift ein in die Grundrechte der Eltern, indem er ihnen eine autoritäre Erziehungsstruktur aufoktroyiert, also aufzwingt. Die Alternative ist also demokratische Erziehungsstruktur durch das Wechselmodell in Trennungsfamilien als Standard, weil es dem Wertesystem unserer Gesellschaft entspricht, des Grundgesetzes. Danke fürs Zuhören, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Bis zum nächsten Mal.